Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Zweitkanal. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Ich bin wieder in Berlin und es ist an der Zeit, über das vergangene Jahr 2023 zu sprechen. Einige Videos sind erschienen, da gibt es noch ein paar Fragen. Ein paar Anzeigen wurden mir ja auch wieder angedroht. Fangen wir an mit dem ersten Video. Das ist im März 2023 erschienen. Da war ich undercover bei Werder Bremen unterwegs. Und die ersten Sachen, die mir dazu retrospektiv einfallen, ist, dass es dazu zwei Geschichten gibt. Erstens war es damals so eine Zeit, wo viele meiner Ideen gescheitert sind. Deswegen kamen im Januar und Februar keine Videos. Und ich weiß noch, dass ich hier super unzufrieden saß und dachte, ach Marvin, was machst du jetzt? Irgendwie sind 3, 4, 5 Projekte gleichzeitig am Scheitern. Die anderen dauern noch voll lange. Irgendwas musst du den Leuten ja jetzt mal zeigen, dass du auch noch am Leben bist. Und dann hatte ich kurzfristig die Idee, mich bei Werder Bremen einzuschleichen. Für mich ist die Auswahl des Vereins tatsächlich immer so eine Abhängigkeit von einer Heldengeschichte, die man erzählen kann. Damals bei Hannover 96, wo ich das erste Mal gemacht habe, war es zum Beispiel Ron-Robert Zieler, Weltmeister mit Deutschland 2014 geworden und spielt bei Hannover. Ein paar Monate später danach bei Hertha BSC war es anhand von Jürgen Klinsmann erzählt, der uns 2006 in unserer Heim-WM zum Sommermärchen geführt hat. Und so konnte man immer anhand von einer Person so eine kleine Heldengeschichte erzählen, dass ich mit der Person gerne mal zusammenspielen würde oder unter Jürgen Klinsmann mal spielen würde. Plus, dass ich natürlich immer den Traum hatte, Fußballprofi zu werden. Und dementsprechend ist dann auch die Wahl auf Werder Bremen gefallen. Denn damals war Niklas Füllkrug der beste Torschütze der Liga. Der war auf Platz 1, ich glaube damals noch mit 13 Treffern bei Werder Bremen, was auch schon untypisch ist. Und Nationalspieler, der einzige nationale Stürmer, der gerade trifft. Und dementsprechend war für mich relativ schnell klar, wenn ich nochmal irgendwo undercover gehe, dann bei Werder Bremen. Viele von euch schreiben mir ja immer wieder ihren Lieblingsverein, wo ich doch mal undercover hingehen soll. Ich notiere mir das auch alles und vielleicht machen wir irgendwann mal ein Ranking und bei dem am meisten vorgeschlagenen Verein, da gehe ich wirklich mal hin. Dann war ich in der Planung auch schon fortgeschritten und für mich war auch klar, dieses Mal soll es nicht das gleiche sein wie die letzten beiden Male. Diesmal muss ich das ein bisschen mehr ausschmücken, noch ein bisschen mehr Vorbereitung genießen und dementsprechend war es für mich auch eine Riesenehre, zusammen mit Max Kruse und mit Ailton trainieren zu dürfen in der Vorbereitung. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass sich zwei ehemalige Bundesligaspieler die Zeit nehmen, mit mir YouTube-Gockel da zu trainieren. Das war auf jeden Fall eine große Ehre, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dann weiß ich noch, sind wir auf einen Sonntag nach Bremen gefahren, sind dann dort in ein Hotel eingecheckt und dann, als wir endlich auf dem Zimmer waren, haben wir noch eine kurze Vorbereitungsbesprechung gemacht und haben mir dann noch die Haare gefärbt und abgeschnitten und dann soll es am nächsten Tag, am Montag, losgehen. Und dann habe ich mir Montag früh noch diese ganzen Klebetattoos aufgeklebt. Ihr erinnert euch vielleicht in dem Video, die mussten natürlich frisch sein. Dann sind wir da hingefahren, der Trainingsplan war leider noch nicht online, den kann man ja sonst immer online einsehen. Und dann standen wir da und standen da einfach auf Verdacht, dass um 10 Uhr Training ist, aber kein Mensch war da, denn es war tatsächlich kein Training an dem Tag. Und dementsprechend mussten wir kurzfristig das Hotel nochmal verlängern, kurzfristig auch nochmal doppeltes Geld bezahlen und mussten dann auf Dienstag warten, denn Werder Bremen hat dann erst Dienstag wieder trainiert und dann bin ich da aufs Spielfeld gegangen, beziehungsweise ich habe es versucht. Der Auftritt war ja sehr, sehr mager. Ich soll mal mittrainieren. Der Konrad 5 Stück hat mich geschickt. Ja, aber das ist da drüben. Der hat gesagt, ja, der hat gesagt. Also Konrad 5 Stück hat mich geschickt. Ja, aber niemals verliert hier jemand bei den Profis. Der Cheftrainer weiß gleich davon Bescheid. Nee. Der hat gesagt, ich bin ein guter Mann, ich soll heute mal aushelfen. Nein, nein. Okay. Und jetzt kommen wir auch zu einer spannenden Situation, denn die Situation vor Ort war schon ein zweischneidiges Schwert. Warum? Weil vor Ort schon sehr viel darüber berichtet wurde. Also zum Beispiel hat ja Werder Bremen auf Twitter damals gepostet, dass ich es versucht habe, aber nicht geschafft habe. Ein Bildreporter, den ich sogar kenne, war vor Ort, hat dann darüber berichtet, hat mit mir auch noch ein Interview gemacht. Das ging natürlich sofort online und dadurch haben das natürlich einige Medien aus Bremen, Umgebung, aber auch deutschlandweit aufgegriffen und schon gepostet. Und das Ärgerliche war halt, dass die Leute durch diesen Tweet von Werder Bremen schon wussten, wie das Video ausgehen wird, nämlich dass ich es nicht geschafft habe. Und dementsprechend war der Buzz, der im Internet erzeugt wurde, zwar immens und die Leute haben nach mir gegoogelt, haben mich abonniert auf YouTube, auf Instagram, wollten darüber natürlich was erfahren, aber wir waren ja noch längst nicht wieder in Berlin, um die Moderationen dafür aufzunehmen. Das Video war längst noch nicht geschnitten und wir hatten diesen zeitlichen Druck im Nacken, dass dieses Video so schnell wie möglich online gehen muss, um von diesem Buzz noch irgendwie zu profitieren. Und jetzt frage ich mal euch, wäre es euch lieber, dass die Leute schon darüber munkeln, dass ihr ein großes Projekt habt und die Leute wissen, da kommt was, aber wissen auch schon, wie der Film am Ende ausgeht? Oder wäre es für euch als YouTuber und als Zuschauer vielleicht cooler,
wenn man noch gar nichts weiß. Und dann kommt aus großer Überraschung, aus heiterem Himmel, quasi dieses Video auf meinem Kanal. Weil, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, das ist nämlich noch bei einem anderen Video in diesem Jahr passiert. Alles in allem bin ich trotzdem sehr zufrieden mit der Performance des Videos. Es hat Stand heute, glaube ich, so knapp 800.000 Aufrufe. Das ist mega gut. Ein bisschen weniger als damals bei Hannover 96 und bei Hertha BSC. Aber sei es drum, mein Traum, Fußballprofi zu werden, den habe ich immer noch nicht aufgegeben. An der Stelle kommen wir einmal kurz zu meinen Neujahrsvorsätzen für 2024. Denn tatsächlich habe ich dieses Jahr mir auch ein paar gemacht. Und auf der einen Seite möchte ich natürlich zahlentechnisch wachsen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir, es ist ein hochgestecktes Ziel, aber ich würde mir wünschen, dass wir auf dem Hauptkanal die Millionen Abonnenten knacken. Denn dann bekomme ich hier endlich mal so eine goldene Plakette, wie ich sie schon von Aarons Kanal habe. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir das schaffen. Und hier auf dem Zweitkanal würde ich mir auf jeden Fall wünschen, die 100.000 Abonnenten zu knacken. Ich glaube, das ist schon deutlich realistischer und dann bekommen wir auch endlich so eine silberne Plakette für meinen Zweitkanal. Und der liebe Dominik, der hier das ganze Jahr so reingebuttert hat, freut sich schon umso mehr auf diese Platte. Schaut das auch mal an Dominik, der sitzt gerade hinter der Kamera. Der pusht mich tatsächlich jedes Mal dazu, hier auf dem Zweitkanal neue Videos zu machen, wenn ich es schon gar nicht auf dem Schirm habe. Schreibt mir immer wieder Inhaltsvorschläge, sagt, mach doch jetzt mal, hast du es jetzt endlich gemacht? Jetzt, wo bleibt die Datei? Also er drangsaliert mich da auch so ein bisschen. Bitte helft mich, bin in Gefahr. Aber nein, er pusht mich und sorgt dafür, dass dieser Zweitkanal endlich mal wächst. Damit ich auch in Zukunft nicht noch fleißig wachse wie Popeye der Seemann, ist es wichtig, sich vernünftig zu ernähren. Und was mir dabei hilft, ist HelloFresh. Ich merke, dass ich dank HelloFresh auch einfach mal Gerichte koche, auf die ich sonst gar nicht kommen würde. Im Supermarkt greife ich sonst immer zu den gleichen Pasta mit Fertigsoße oder Buletten aus dem Kühlregal. Und außerdem ist es im Supermarkt auch immer voll. Mit HelloFresh hingegen habe ich einen voll entspannten Alltag, denn die Zutaten für meine Lieblingsgerichte werden mir einfach direkt bis an die Haustür geliefert. Und dafür kann ich online sogar ein 4-Stunden Zeitfenster auswählen, damit der Lieferant auch genau dann kommt, wenn ich auch zu Hause bin. Es gibt jede Woche über 30 neue Gerichte und da kann man auch jedes Mal auswählen, aus welchen Kategorien man Essen haben möchte. Fleisch und Gemüse, vegetarisch, familienfreundlich oder Balance. Bei deiner Bestellung kannst du die Zutaten übrigens genauso portionieren, damit du am Ende weniger oder am besten gar keine Lebensmittel wegwirfst. Außerdem kannst du deine Box auch bis zu 4 Wochen im Voraus bestellen. Behalte dazu aber am besten immer dein Abo im Blick, damit keine Box vor der Tür steht, während du nicht da bist. Wenn du es also auch mal ausprobieren möchtest, dann check gerne den ersten Link in der Infobox ab. Dort gibt es mit dem Code HelloXMarvin auch nochmal 120 Euro Rabatt auf die ersten 9 HelloFresh Boxen plus jedes Mal ein gratis Dessert für ein Jahr lang. Also, guten Appetit! Das zweite Video aus dem Jahr 2023 war, dass ich Betrüger bei Amazon entlarvt habe. Dort ist ja die Masche, kennt ja glaube ich mittlerweile jeder, man kauft sich Produkte, schreibt eine Bewertung, zeigt das dem Hersteller dieser Produkte, das sind auch in der Regel immer dubiose Hersteller aus Fernost, und dann bekommt man das Geld per PayPal wieder. Einfach weil die Produkte Bewertungen brauchen, damit es bei Amazon höher gerankt wird und die Leute kaufen sich dann mehr diesen China-Quatsch. Und das habe ich damals dokumentiert, habe sogar mit jemandem gesprochen, der regelmäßig diesen Betrug begangen hat. Und auch dieses Video ist auch so ein bisschen aus einem Videomangel entstanden, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe ja eben schon gesagt, Januar, Februar kam nichts, im März kam dann das Werder Bremen Video. Bis dahin, bis zu diesem Amazon-Video, sind die ganzen anderen Projekte gescheitert. Und das war super ärgerlich, weil ich natürlich mir jedes Jahr aufs Neue vornehme, regelmäßiger Videos online zu bringen. Auch dieses Jahr habe ich mir das wieder vorgenommen. Da war es nicht so, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil für mich einfach das auch eine wichtige Probe war, euch als Zielgruppe mal einzuschätzen, ob ihr es lieber mögt, wenn wirklich, keine Ahnung, alle paar Wochen, sagen wir mal einmal im Quartal, kommt wirklich ein exorbitant großes Projekt, was viel Buzz erzeugt, was viel Diskussionen anregt, was viel Aufmerksamkeit bekommt. Oder ist es für euch lieber, dass in regelmäßigeren Abständen etwas kommt und dafür zwischendurch mal so ein, es war kein Lückenfüller, aber so eine 2- auf einer Schulskala. Würde mich mal sehr interessieren, wie da euer Feedback ist, weil für mich war es tatsächlich eine Probe dafür und ich habe gemerkt anhand der Kommentare, es kommt ganz gut an. Natürlich war da auch ein bisschen Kritik, dass man diesen Mechanismus von Amazon schon kennt, dass das ja nichts Neues wäre, aber ich finde, niemand hat es in der Art und Weise, wie ich es gemacht habe, schon mal aufgezeigt. Und wo mache ich da den Unterschied zwischen meinem Video und den von klassischen Medien? Ganz einfach, ich finde, dass oftmals bei klassischen Medien einfach nur gesagt wird, was das Problem ist, dann wird mit Experten gesprochen, das ist auch alles vollkommen berechtigt, aber es wird nie durchgezogen. Es wird nie wirklich vor laufender Kamera mal gezeigt, dass es funktioniert. Es wird immer nur behauptet, dass es funktioniert. Das ist bei diesen Amazon-Fake-Bewertungen so. Das war dann später auch so, als ich für Steuerhinterziehungen und Briefkastenfirmen auf die Seychellen geflogen bin. Macht auch kein normaler Reporter, sondern die sagen immer nur, dass es möglich ist, aber zeigen es nicht. Das habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass man genau
das brauche, dass das mein USP quasi werden soll, dass ich die Sachen auch wirklich tatsächlich ausprobiere und nicht nur darüber rede, weil ich finde, wir haben hier auf YouTube super viele Meinungsblogger, von denen haben die meisten auch voll ihre Berechtigung, aber ich möchte mich dahingegen halt unterscheiden, dass ich es wirklich ausprobiere und nicht nur Informationen zusammensammle, ein, zwei Interviews mache und dann das Video veröffentliche, sondern ich möchte es ausprobieren. Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Video. Nämlich genau dieser Seychellenreise. Ich habe mir eine anonyme Briefkastenfirma gekauft, um dann auf den Seychellen dieses Büro, was ich angeblich besitze, von der ausgedachten LEGNU Limited zu besuchen. Und ich habe ja eben schon erwähnt, warum ich das gemacht habe, warum ich es auch bis zum Schluss durchgezogen habe und auch die 6.000 Euro für diese Firma ausgegeben habe, plus die 10.000 Euro für die Reise. Also es war alles in allem nicht das lukrativste Video, sage ich ganz ehrlich. Ich habe am Ende nicht draufgezahlt, es war ein bisschen Gewinn war da. Da konnte ich ja Gott sei Dank mit Partnern kalkulieren und wissen, dass sich dieses Invest lohnt. Aber es war für mich, abgesehen von dem Geld, was man damit verdient, war es tatsächlich journalistisch für mich sehr wertvoll, auch für meine Vita, glaube ich, sehr wertvoll, weil es einfach ein sehr komplexes Thema war und wir, ich glaube, es auch geschafft haben, dieses Thema runterzubrechen, gut zu erklären, dass Außenstehende, die mit diesem Thema noch gar keine Berührungspunkte haben, dieses Thema verstehen, es interessant finden und mich auf dieser Reise vom Schreibtisch, ich kaufe eine Briefkastenfirma bis hin, ich besuche sie auf den Seychellen, begleiten können. Dementsprechend hat sich es alleine schon für die Seriosität, die ich mir dadurch erwirtschaftet habe, gelohnt, plus für die Erfahrung, einfach dahin zu reisen, das alles mal mit eigenen Augen zu sehen, Undercover-Skills zu trainieren, vor Ort mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, obwohl es natürlich schon ultra auffällig war, dass ich da als deutscher Gringo auf den Seychellen in dieses Büro reintaper. Trotzdem hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und es war für mich einfach das journalistisch beste Video auf meinem Kanal 2023. Zu dieser Serie gab es aber einen Kommentar, den ich bis heute immer noch regelmäßig bekomme und lese, denn auf dem Thumbnail sieht man die Mauer von dem Gebäude von dieser Briefkastenfirma, die ich vor Ort besucht habe. Dieses Thumbnail, diesen Ausschnitt, den habe ich ja nicht umsonst gewählt. Der ist aufmerksamkeitserregend, weil dort Swastiken drauf abgebildet sind. Kurzum, es sieht aus, als wären dort Hakenkreuze drauf abgebildet. Ich habe auch vor Ort, so viel Allgemeinwissen habe ich Gott sei Dank, auch direkt gesagt, ey, das sieht ja sass aus. Wir als deutsche Staatsbürger, uns wird unwohl, wenn wir das sehen. Wir denken, okay, das hat hier vielleicht irgendwas mit Rechtsextremismus zu tun. Habe aber sogar vor Ort gesagt, nee, hier, das sind Swastiken oder Swastikas. Die haben eine buddhistische oder indische Bedeutung. So habe ich das damals gesagt. Da ich aber vor Ort gesagt habe, indisch oder buddhistisch und das nicht ganz der Wahrheit entspricht, haben wir diese Szene rausgeschnitten. Und ich ärgere mich bis heute, weil dann hätte ich lieber mit meinem Halbwissen geglänzt, als dass ich dastehe wie jemand, der wirklich denkt, dass dort rechtsradikale Hakenkreuze abgebildet sind. Aber ich habe im Video auch noch gesagt, dass ich mittlerweile mehr davon überzeugt bin, dass es nichts Rechtsradikales ist. Also ich mache mir jetzt weniger Sorgen. Dadurch, dass hier das Hakenkreuz nochmal so abgewandelt ist, das ist, glaube ich, ganz klar nichts Rechtes. Kommen wir jetzt zum zahlentechnisch erfolgreichsten Projekt im Jahr 2023 auf meinem Kanal. Denn da ging es um das Thema Esoterik. Und auch da, finde ich, haben wir einen, also wenn ich von wir spreche, meine ich das ganze Team, mittlerweile sind wir wirklich mehr geworden, haben wir wirklich einen Fortschritt gemacht. Weil Hydrohype war der erste große Banger auf meinem Kanal, bis heute auch das meistgeklickte Video, der erste Teil davon. Und damals habe ich ja das erste Mal darauf aufmerksam gemacht, dass Influencer für Geld bei Werbung lügen teilweise. Bei A Hole haben wir das dann nochmal ein bisschen gesteigert, indem wir die Influencer bei ihrer moralischen Reise begleitet haben, wie sie im Kinosaal sitzen, diesen Schrottfilm gesehen haben, aber dann doch überlegen, weil sie ja Geld bekommen, dafür Werbung zu machen und es eigentlich moralisch gar nicht vertreten können. Und bei diesem Projekt, der Esoterik-Serie, habe ich dann natürlich auch hin und wieder den Kommentar gelesen von wegen, ey, tut das denn jetzt noch Not? Wir haben doch alle verstanden, die Influencer bekommen Geld dafür und lügen dafür teilweise dreist. Abgesehen davon, dass ich schon finde, dass es immer wieder nötig ist, darauf hinzuweisen, weil es immer wieder neue Zuschauer gibt bei mir und auch bei den Influencern. Und ich finde, dass wir nicht genug die Jugendlichen darauf sensibilisieren können, dass dort Lug und Betrug stattfindet. Finde ich, haben wir dieses Mal noch einen Schritt weiter gemacht. Und zwar haben wir das Ganze viel mehr journalistisch gemacht, indem wir wirklich mit Experten darüber gesprochen haben. Ich war vor Ort auf der Esoterikmesse, habe mich wirklich von Null auf mit dieser Materie auseinandergesetzt. Und im Gegensatz zu den anderen Projekten, zum Beispiel bei Hydrohype, wo es wirklich rein um Influencer-Marketing ging und dass da Lug und Betrug stattfindet, genauso wie bei A Hole, wo es nur um Influencer-Marketing ging, haben wir hier bei dem Esoterik-Projekt
wirklich journalistisch nochmal eine Schippe draufgelegt, weil wir haben das Ganze auf ein Thema gemünzt, nämlich Esoterik und falsche Heilversprechen, die am Ende gefährlich und auch tödlich sein können. Und dementsprechend fand ich super aufschlussreich. Das habt ihr mir auch in den Kommentaren so gespiegelt. Ich bin mega stolz auf dieses Projekt. Zahlentechnisch hat es auch für sich gesprochen. Wir haben dort mit Experten Interviews gemacht. Ich war auf der Esoterikmesse zweimal übrigens. Das sieht man im Video nicht. Kleines Geheimnis hier, wirklich mal behind the scenes. Ich musste zweimal zur Esoterikmesse, weil wir waren einmal in Frankfurt vor Ort, wo ich auch die Moderation aufgenommen habe. Dort war ich mit Timo und Olivia. Ja, jetzt verpetze ich euch mal. Und leider waren die Aufnahmen von vor Ort nicht so verwertbar, wie ich es mir gewünscht hätte. Denn während ich dort wirklich eine Art Reizüberflutung hatte, und das lag nicht an diesen bunten Steinchen, die da verkauft wurden, sondern wirklich so von diesen Ständen so geflasht war, mit was für Lügen und mit was für Therapien dort geworben wird. Wir müssen nicht darüber reden, dass Esoterik irgendwo seine Berechtigung hat als inneres Mindset und man kommt stärker aus einer Sache raus. Alles cool. Aber dort ging es halt wirklich um Heilversprechen für Krebs, für Krankheiten, für Schwangerschaften, für Depressionen. Alles, womit nicht zu spaßen ist. Und dementsprechend waren meine Gespräche von vor Ort diejenigen, die wir auch gezeigt haben im Video. Aber die Schnittbilder haben dazu gefehlt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eine These hast, Argumente hast, aber die nicht beweisen kannst. Dementsprechend haben uns die schwarz auf weiß Beweise gefehlt, dass dort steht, das hilft bei Schwangerschaft, das bei Depression, das bei Krankheit, das bei Krebs. Und deswegen musste ich ein paar Wochen später nochmal nach Stuttgart. Und das war wirklich eine Hauruck-Aktion. Ich habe mir das Material von der Frankfurt-Messe angeguckt. Ich war derbe unzufrieden, weil wir vor Ort nicht das gefilmt hatten, was wir brauchten. Die Aufnahmen waren halt tontechnisch zu verwerten, aber die Bilder haben gefehlt. Und auch mein Feedback vor Ort hat gefehlt. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Also das schiebe ich nicht den beiden in die Schuhe. Sondern ich habe vergessen, mich in die Tiefgarage zu setzen und ein Feedback zu machen. Deswegen musste ich nochmal nach Stuttgart. Und ich saß da wirklich, habe diesen Schnitt gesehen, war derbe unzufrieden. Und habe gesagt, ey Marvin, was machst du jetzt? Schmeißt du diese ganze Messe aus dem Video raus, aber irgendwie sorgt das ja auch dafür, dass die Leute sehen, du hast dich wirklich damit auseinandergesetzt, bist vorurteilsfrei erstmal zu dieser Messe hingefahren. Eigentlich brauchst du das. Und dann bin ich wirklich, habe ich wirklich auf dem Freitagabend mir einen Zug gebucht nach Stuttgart und bin dann dorthin gefahren auf den Samstag früh um, keine Ahnung, 5 Uhr morgens, um nochmal Bilder aufzunehmen, komplett alleine. Und habe einfach Handyaufnahmen gemacht von mir, wie ich das nochmal alles auf mich wirken lassen habe. Diese bekannten Szenen aus der Tiefgarage, wo ich dort sitze und sage, ich kann es nicht fassen. Dort werden Steine angeboten, wo damit geworben wird, dass sie angeblich Krebs heilen können. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, weil vieles versucht man ja in seiner eigenen Logik so zu erzählen, wie man es versteht. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass es die Leute draußen verstehen. Dementsprechend zeige ich meine Videos auch immer vielen Leuten aus dem Umfeld. Aaron, Dominik, Joe, meiner Frau Cindy, vielen, vielen Leuten. Auch mal Leuten, die gar nichts aus der Bubble damit zu tun haben. Davut von TV Straßensound zum Beispiel, um einfach das Feedback zu bekommen, ob man die Dinge so versteht, wie ich sie erzähle. Und in diesem Fall war es einfach nötig, dass ich nochmal nach Stuttgart fahre. Als es dann weiterging und darum ging, ob Influencer falsche Heilversprechen machen, habe ich ja damals Vanessa Mariposa angefragt. Dadurch, dass sie mich ja geleakt hat und gesehen hat, dass ich dahinter stecke, gab es jetzt einen Vor- und einen Nachteil. Der Vorteil zuerst. Ich war seit der Ahole-Sache ein Jahr bei ihr auf Instagram blockiert. Dadurch, dass sie mich markieren wollte, bin ich nicht mehr blockiert. Ich kann endlich wieder ihre tollen Stories und Beiträge sehen. Endlich! Der Nachteil war natürlich, dass sie publik gemacht hat, dass ich hinter Zodiac Essential stecke. Mit dem Code MarvinFake10 bekommt ihr 0 Euro Rabatt. Ich hatte Glück im Unglück, dass das wohl nicht so viele Leute mitbekommen haben, weil ich habe schon gedacht, dass jetzt die Reisen nach Frankfurt-Stuttgart, der Shop, den ich gebaut habe, die ganzen Sachen, die ich dafür eingekauft habe, die Steine und so weiter, dass das alles jetzt umsonst gewesen wäre, weil jetzt alle wissen, dass ich dahinter stecke. Aber parallel dazu war ich ja noch mit weiteren Influencern in der Verhandlung und die haben nicht den Eindruck gemacht, dass sie wissen, dass ich dahinter stecke. Und zum Beispiel ist hier die Rede von Jasmin. Jasmin ist ja eine TikTokerin, die regelmäßig über Esoterik spricht, die auch regelmäßig falsche Heilversprechen macht, die auch regelmäßig Werbung für Shein und Temu macht. Dementsprechend eine Influencerin, wie sie im Buche steht, wie sie mich nachts in meinen Albträumen heimsucht. Bei ihr ist es tatsächlich jetzt retrospektiv so, dass sie bis heute, glaube ich, nicht verstanden hat, was meine Kritik war. Also, dass meine Kritik nicht ist, du bist blöd, weil du an Esoterik glaubst und Esoterik im Allgemeinen ist schwierig, schädlich und blöd, sondern es ging ja einfach nur darum, dass es nicht in Ordnung ist, falsche Heilversprechen zu machen, Leuten, die Depressionen haben, zu verkaufen, wenn du diese Steine kaufst, wenn du dieses Buch liest, dass es dir danach besser geht. Wenn jemand an Krebs
krebserkrankt ist und kurz vor dem Tode steht, dass es nur hilft, sich irgendwelche Steine zu kaufen, ins Wasser zu packen, sich umzuhängen. Darum ging es. Und das hat sie bis heute nicht verstanden. Sie hat die ganze Kritik nur auf sich gemünzt, hat danach noch Wutreden ins Internet gebrabbelt. Sondergleichen. Bei der dritten Kandidatin dieses Influencer-Tests, nämlich Tanja, gab es dann ja doch noch den moralischen Wandel. Und sie hat sich tatsächlich öffentlich dafür entschuldigt. Das finde ich auch nach wie vor sehr, sehr stark. Und ich weiß, welche Reichweite ich habe. Und die Geschichte hat mir meine Verantwortung noch mehr vor Augen geführt. Bei ihr war es ja so, dass sie für Zodiac Essential geworben hat, gesagt hat, dass diese Steine und das Tarotkartenset, dass das bei Depressionen helfen kann. Und als sie dann von fleißigen TikTok-Detektiven darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich dort hinterstecke, weil die fleißige TikTok-Welt da mehr recherchiert hat als sie und ihr Management zusammen, hat sie tatsächlich eine ziemlich angepisste Story gepostet. Ich glaube, ihr erinnert euch noch an die Story, dass sie das gar nicht so lustig fand. Lustig. Schade nur, dass er nicht den vollen Preis bezahlt hat oder zahlen musste. Schade, dass du für Geld lügst. Ich muss euch aber leider ehrlich sagen, ich glaube an sowas. Ich glaube an Heilkristalle. Und die einzige Sache, die ich dazu noch sagen möchte, weil ich finde, dass die Hauptvideos dazu schon genug gesagt haben, ist, dass ich es auf der einen Seite stark finde, dass man für seinen Fehler einsteht, sich entschuldigen kann. Das muss man einfach so anerkennen. Was ich nicht so cool fand, und das habe ich bis heute nie erzählt, weil ich finde, dass man da ein Fass aufmacht, was keinen Boden hat und ich auch normalerweise meine privaten Sachen und auch mein Privatleben so ein bisschen im Hintergrund behalte. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Video damals produziert habe und die Sachen recherchiert habe, die Influencer dafür werben lasse, habe ich geheiratet. Und tatsächlich war es so, dass ich im Hauptvideo nicht die ganze Story von Tanja gezeigt habe, weil nach diesem lustig, hat sie nämlich auch noch gesagt, naja Marvin, ich habe ja gesehen, du heiratest heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf deiner Hochzeit und dir und deiner Frau alles Gute. Wir können an der Stelle auch mal einblenden und dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren mitraten, ob es wirklich ernst gemeint war, dass sie mir alles Gute wünscht oder ob es einfach nur die Art und Weise war, die ich sehr verachte, dass man einfach private Dinge damit reinzieht, eine noch nicht veröffentlichte Hochzeit leakt und sagt, so, jetzt habe ich es dir mal reingewirkt. Naja, wir werden sehen, ne? Ansonsten eine wunderschöne Hochzeit wünsche ich euch und alles Gute, Marvin und seine Frau. Die haben ja jetzt gerade heiraten, die. Und ja, eine schöne Feier. Nach der dreiteiligen Esoterik-Serie gab es dann einfach mal einen lustigen Prank. Da ging es nicht darum, um jemanden zu testen, jemanden zu verärgern oder irgendwie auf einen Missstand aufmerksam zu machen, sondern es sollte eigentlich einfach nur lustig sein. Denn der liebe Knossi hat ein Influencer-Fußballspiel in Mainz, in einem Bundesliga-Stadion, abgehalten. Und ich habe gedacht, ich möchte dabei sein. Da ich keine Einladung bekommen habe, muss ich mir meinen Weg auf meine Art und Weise suchen. Und meine Art und Weise war, dass ich mir für 3.500 Euro ein lebensgroßes Knossi-Maskottchen Kostüm herstellen lassen habe. An dieser Stelle stand es, ich vermisse es jetzt schon irgendwie so ein bisschen. Ich habe mir das schon cool hier vorgestellt als Deko. Ich habe es aber am Ende des Hauptvideos tatsächlich Knossi geschenkt und ich weiß nicht, ob er es bis heute in Ehren hält, was er damit macht, wo es steht, würde mich mal sehr interessieren. Jens, sag doch mal, zeig doch mal in deiner Story, würde mich wirklich mal sehr interessieren. Dieses Video hat super viel Spaß gemacht. Vor Ort war es natürlich ein bisschen knifflig reinzukommen, weil wir halt wirklich nicht angemeldet waren. Wir mussten eine Dreiviertelstunde warten, bis ich durchgelassen wurde. Der Kameramann war nicht angemeldet, musste sich vor Ort dann noch anmelden. Es war wirklich Tohuwabohu, aber das Video hat geklappt. Wir haben auf der Rückfahrt fleißig geschnitten. Nach einer durchgefahrenen Nacht haben wir dann morgens hier um 7 Uhr die O-Töne aufgenommen, damit um 10 Uhr das Video fertig ist und hochgeladen. Dass sich bei solch einem Hackmack ein Fehlerchen einschleicht, das ist, glaube ich, zu verzeihen. Unter dem Video habe ich nämlich häufiger den Kommentar gelesen, ey Marvin, wenn du dich dort einschleichst und die Leute vor Ort nicht wissen, dass du da hinkommst als Maskottchen verkleidet, woher wusstest du dann, wie das Trikot aussieht? Wieso hast du dann ein eigenes Trikot mit deinem Namen, mit einer Trikotnummer? Wie funktioniert das? Und das ist tatsächlich der größte Fehler, den ich in diesem Video gemacht habe, der sich einfach so eingeschlichen hat, weil ich gesagt habe, ey, vom Erzählstrang her können wir uns die eine Minute sparen, die ist super langweilig, wie ich vor Ort bei meinem Spezi in Braunschweig bin, beim Fußball-Spezi, Shoutouts an der Stelle, der mir das Trikot beflockt hat, weil das Trikot konnte man vorab so bei Kaufland kaufen. Ich habe es aber schon vorher aus Social Media genommen, das haben sie es bei Instagram oder so gepostet, und habe dieses Trikot nachbauen lassen. Ich habe gesehen, das ist ein rotes Adidas-Trikot, bin bei Adidas hingegangen, habe gesehen, okay, das Trikot heißt Aerodynamik, irgendwas, bla bla bla,
habe mir das bestellt. Habe mir dann die Vlogs aus den Social Media Posts genommen, vergrößert, habe das bei Fiverr in Auftrag gegeben, habe das nachbauen lassen für ein paar Euro, genauso auch die Rückennummer, meinen Namen und schon hatte ich das komplette Dress. Und diese Minute, in der ich das erzählt und erklärt habe und gezeigt habe und hier, guck mal, ich bin bei dem Laden und ich darf selber die Walze runterdrücken, das haben wir uns alles gespart, einfach nur, um den Erzählfluss nicht zu behindern. Das ist tatsächlich eines meiner größten Learnings aus 2023. Man darf keine Informationen voraussetzen bei den Videos. Man muss immer davon ausgehen, dass du, lieber Zuschauer, das erste Mal auf meinem Kanal bist und das erste Mal ein Video von mir siehst. Man darf kein Wissen voraussetzen. Es ist völlig okay, sich mal eine Minute mehr Erzählzeit zu nehmen und dafür hast du am Ende nicht ein 8-Minuten-Video, sondern ein 10-Minuten-Video oder auch mal ein 20-Minuten-Video. Aber diese Szene haben wir einfach nicht reingeschnitten und damit sie trotzdem nochmal das Tageslicht erblickt, hier, bitteschön. Wenn Influencer schon mal legal in einem Bundesliga-Stadion spielen dürfen, dann möchte ich mir diese Chance natürlich nicht entgehen lassen. Und deswegen habe ich mir das Trikot bestellt. Einfach das Pendant, ein rotes Trikot, dazu rote Hose und rote Stutzen. Und so wird aus einem stinknormalen roten Trikot das offizielle Battle of the Socials Trikot mit meinem Namen, der Rückennummer 14 und allem Schnickschnack, was dazugehört. Danach gab es ein Video, wie ich es 2022 schon mal gemacht habe, nämlich drei Projekte, die ich abbrechen musste. Drei unveröffentlichte Videos, die ich angefangen habe und die aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt haben. Und auch da habe ich wieder gemerkt, ey, es lohnt sich, auch euch mal einen Blick hinter die Kulissen zu schenken und sich die Mühe zu machen, diese Projekte einfach mal auszuerzählen. Daran sieht man nämlich auch, dass zum Beispiel der Anfang des Jahres super mager war. Da sind diese drei Projekte, die ich dort gezeigt habe, einfach gescheitert. Das war, dass ich Fake-Merch verschickt habe von Influencern, Fake-Autogrammkarten. Weiter weht, Delay Sports Valley und iske Designer ka naam hai Ali Geller. Und dass ich Handwerker testen wollte. Es hat super Spaß gemacht, das einfach auch nochmal zu zeigen und vor allem euch auch nochmal mitzunehmen auf die Reise. Ey, was für Ideen schwirren denn hier in diesem Kosmos überhaupt rum? In welche Richtung soll es gehen? Ist Marvin jetzt nur derjenige, der Influencer testet? Ist Marvin dann jemand, der lustig bei Fußballspielern sich einschleicht? Oder ist Marvin ein knallharter Journalist, der über Sachsen-Senderspritzen berichtet? Ich glaube, die Mischung macht's und ich glaube, dass die Mischung auch gut tut, um nicht so todernst zu sein, aber auch nicht der Herr Lodri, der nur Lachen und Lachvideos machen kann. Und dementsprechend wird es auch dieses Jahr wieder ein Video geben, wo ich über gescheiterte Projekte sprechen werde. Und zwar demnächst schon hier auf dem Zweitkanal. Also abonniert den gerne, dann machen wir endlich die 100.000 voll. Und ihr verpasst nicht, an welchen Projekten ich gesessen habe, die leider nicht geklappt haben. Und obwohl der Anfang des Jahres 2023 sehr schleppend lief, zum Beispiel, dass im März erst das erste Video kam, dann ein notgedrungenes Amazon-Video kam, viele Projekte gescheitert sind, hat es mir im Verlaufe des Jahres gezeigt, dass Geduld sich einfach auszahlt, denn das Ende des Jahres lief bombastisch. Also wenn wir alleine uns zahlentechnisch mal angucken, ich habe es mir aufgeschrieben, Influencer mit Fake-Gewinnspiel entlarvt, stand jetzt 1,4 Millionen Aufrufe. Influencer mit Fake-Restaurant reingelegt, stand jetzt 1,1 Millionen Aufrufe. Diese Influencer haben für mein Fake-Dinner geworben, 1 Million Aufrufe, stand jetzt. Also am Ende des Jahres lief es wirklich, wirklich gut. Und zu diesen drei Projekten plus das Projekt, ich habe einen Geldantreiber auf mich angesetzt und meine Recherche zu dem Sachsender Abnehmspritzen. Dazu habe ich jeweils schon ein Video hier auf dem Zweitkanal gedreht. Dementsprechend kürzen wir das an der Stelle ab. Schaut euch die Videos gerne an, wenn ihr noch weitere Hintergrundinformationen und Behind-the-Scenes-Szenen sehen wollt. Behind-the-Scenes-Szenen? Das ist nicht gedoppelt. Egal. Wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, schaut gerne mal in die Infobeschreibung. Infobeschreibung, Digga, was ist denn mit mir los? Das lassen wir auch so drin. Mal meine Versprecher mit reinschneiden. Wenn ihr mich supporten wollt, abonniert hier gerne meinen Zweitkanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Ist kostenlos für euch. Zeigt euren Support. Und bald haben wir dann auch endlich so eine geile silberne Platte für den Zweitkanal. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut und vergesst nicht bei HelloFresh vorbeizuschauen. Link dazu in der Infobox. Ciao, ciao!